GTA 5. So, hallo Leute. Wir wurden von Amanda, unserer Frau, angerufen, ob wir ihr nicht bei irgendetwas helfen. Sie wollte unsere Hilfe haben. So richtig konnte ich mir das nicht durchlesen, was unten übersetzt wurde. Das heißt, ich lasse mich mal wieder überraschen. Wir fahren jetzt direkt mal hin und schauen, was sie von uns will. Ah, sie hat einen Unfall gebaut. I told you, she's a fighter. That's assault on top of the shop. Can you please step back, sir? That's assault on top of the shop. Man, paperwork. What you packing? You know, standard LSPD issue 9 mil. Sweet. I gotta get some hardware. Store detective. I'm gonna take her into booking. Hey, hey! Stop Jake! Right now! All right, let's go! No, let's go! Do something! Nobody rolls up on me! Help me! Nobody rolls up on me! Verdammt, jetzt sollen wir den... Ich glaube, wir sollen den Streifenwagen klauen. Verdammt! Warum mache ich das hier? Ich soll einen Streifenwagen klauen. Warum? Wie soll ich jetzt die Bullen abhängen, wenn ich in einem Bullenwagen sitze, den sie überall verfolgen können? Hört er mich! Ich sitze in einem Bullenwagen und ich soll die Bullen entkommen. Let's go, Michael! I'm on top of it. Jetzt fahren wir hier in unentdeckten Gefilden. Hier bin ich noch nie rumgefahren. Ich bin hier noch nie rumgefahren und jetzt soll ich den Bullen auch noch entkommen. Get us out of here! Chill out. It's under control. Da fliegt auch ein Hubschrauber rum, der könnte uns auch jeden Moment entdecken. Go, 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 go! I'm on top of it. Warum konnte er das nicht friedlicher lösen, ohne dass er in den Bullenwagen einsteigt und den Polizeiwagen klaut? Das hätte doch auch viel, viel friedlicher ablaufen können, aber nein. Wir klauen jetzt den Bullenwagen und sollen den Bullen auch noch entkommen. Fahren einfach mal in die Berge, hoffentlich reicht das, um die Bullen zu entkommen. Ich glaube, ich habe die Bullen ja tatsächlich abgeschüttelt. Das gibt's ja nicht. Ich habe die Bullen abgeschüttelt. Jetzt müssen wir einen ganz schön weiten Weg zurückfahren, denke ich mal. I'm not saying anything. Und die streiten sich mal wieder, wie immer. Where are you going? I mean, who are you to judge me? Streiten sich ja nur noch. Sind immer im Streiten. Und soll ich dir auch noch helfen? Oh yeah, risk in prison, indem wir so eine Scheiße machen. Love, big love. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe ein neues Mikrofon angeschlossen. Ich hoffe, dass der Ton jetzt sich besser anhört als das Mikrofonaufnahme. Sollte sich jetzt viel besser anhören. Ich hoffe mal, es hört sich wirklich besser an und du hört sich gut an. Ihr werdet es ja hören. Ah, come on, you're doing your part. Your spending habits got us into a sticky financial situation, so you're cutting corners. Really? My spending habits? I've seen your day trader account. Oh, hey! That's private. I swear, password protection. No! Password protection? It ain't even sacred no more. Give it up! You pissed our savings down the toilet. Okay, Get is it rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you.
Und geschafft. Eine kleine Mission erledigt. Was mache ich jetzt mit dem Bullenwagen? Ich glaube, ich stelle ihn in meine Garage. Ja, wie ich eben noch mal erzählt habe, jetzt da konnte man es nicht so gut hören, weil die ganze Zeit haben die beiden gelabert. Ich habe ein neues Mikrofon bei mir. Ah, jetzt labert der noch dazwischen. Ich habe ein neues Mikrofon angeschlossen an meinen PC zur Mikrofonaufnahme für die Let's Play Spiele, für die Let's Play Videos. Das Mikrofon hört sich jetzt viel besser an als das vorher. Ich hoffe mal, dass es euch gefällt. Ich denke auch mal, dass die Aufnahme jetzt sich viel besser anhört. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und dann danke fürs Zuschauen. Ciao. Wie genau das aufgelöst ist und wie sogar die Federung funktioniert. Okay, ich finde es einfach nur der Hammer.